Ja, guten Tag, liebe Vape-Dudes und Vape-Dudissen, Dudissen, Dudeissen, keine Ahnung. Zu Grizzlegrim Vapes, der YouTube-Kanal zum Thema Vaping und Coilbuilding, der jetzt 2000 Abonnenten auf YouTube erreicht hat. Neißenstein! Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank dafür. Nicht zuletzt durch euch und durch auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda habe ich es geschafft, so zu wachsen und das ist einfach super. Das treibt mich wie immer an, noch weiterzumachen, noch besser zu werden, noch mehr euch das zu liefern, was ihr gern sehen wollt. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar Coilbuilding. Das ist also das Thema. So auch in Kürze meine Zukunftspläne. Also ganz klar wird das Thema Reviews von Geräten und Liquids und so weiter in den Hintergrund rücken. Und ich werde mich ganz klar mehr auf Coilbuild-Tutorials spezialisieren und darauf einschießen und will aber hier also zwar Anfängern zur Seite stehen, aber auch Fortgeschrittenen was bieten. Also ich will sowohl Einsteigerbuilds bauen, damit die Leute, die erst angefangen haben, da ein bisschen reinkommen. Ich will aber auch Fortgeschrittenen so ein bisschen Futter bieten mit spezielleren, anspruchsvolleren Builds. Aktuell, wer meine Facebook-Seite verfolgt, hat es vielleicht schon mitbekommen, bin ich hier dran mit dem Vandivape Berserker MTL RTA. Der gefällt mir sehr gut, den finde ich geil, das ist mal was Neues. Bisschen Back to Basics. Ich meine, das Thema E-Zigaretten hat im Endeffekt so angefangen, dass man eben nicht da einfach durchzieht, sondern dass man eben hier so ein bisschen pafft. Und hier schön Backe dampft. Das ist auch der Grund, warum viele deutsche YouTuber im Bereich Vaping da noch so ein bisschen unterwegs sind, warum auch viele deutsche Hersteller da sehr stark immer noch auf Single-Coil-Decks setzen mit Schraubarretierungen, wo eben einfach kleine Coils reinkommen, wo man eben auf Backe dampft. Das ist so ein bisschen ein typisch deutsches Ding irgendwie, warum auch immer. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das ist mal was anderes. Das ist nicht so brachial, das ist so ein bisschen dezenter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen angenehmer und ich finde das ganz geil. Und dieses Teil hier ist einfach cool. Will ich auf jeden Fall auch noch ein Review zu bringen. Und hierfür habe ich eine Mikro-Alien mir ausgedacht mit 2x 0,27 mm Kernen und einer 0,08 mm Alien-Ummantelung. Also kleine Fieselarbeit, die sich aber in meinen Augen auszahlt, weil der Geschmack ist erste Sahne. Jo, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Grizzlegrim Vapes 2K oder Grizzlegrim Vapes 2000, das ist das Motto. Und es gibt wieder was zu gewinnen, wie ihr es von mir auch gewohnt seid. Ich versuche da euch immer so ein bisschen Anreiz zu bieten. Und dieses Mal habe ich was ganz Besonderes für euch. Ich hoffe, das gefällt euch. So im Vorfeld habe ich ja da schon ein bisschen was rausgelassen auf Facebook. Und die Leute fanden es, glaube ich, schon da ziemlich geil. Und es gibt zu gewinnen zwei exklusive Build-Mats oder Vape-Mats oder wie auch immer. Man kann auch einfach Mauspad dazu sagen. Einmal in 60x30 cm für die bisschen kleineren Coil-Werkstätten, sage ich mal. Und einmal richtig schön groß in 90x40 cm. Damit habt ihr auf jeden Fall genug Platz, alles unterzubringen. Auch schön von Arbeitsplatz zum Unterlegen für die Maus und so weiter. Die sind wirklich gut verarbeitet. Ich bin da sehr zufrieden damit. Habe die mir selber anfertigen lassen. Die Ränder sind vernäht, sodass hier keine Gefahr besteht, dass die Ränder ausfransen, so wie bei manchen billigeren Mauspads. Die Unterseite ist gummiert und rutschfest, das heißt, da verrutscht nichts. Die Oberfläche ist sehr fein und auch eben für alle möglichen Mäuse mit Lasersensor und so weiter geeignet. Ist kein Problem. Und ich habe hier nicht viel Schnickschnack drauf gemacht. Hier steht Grizzlegrim Vapes, Vape Reviews und Coil Building. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das gefällt euch. Das gibt es zu gewinnen. Wie gesagt, einmal in 60x30 und einmal in 90x40. Und was müsst ihr tun? Wie bei den anderen Gewinnspielen eigentlich auch, funktioniert es dieses Mal auch ähnlich. Und zwar für die 90x40 cm Build-Mat. Einfach hier unten kommentieren unter dieses Video, warum ihr unbedingt diese Build-Mat braucht. Und dazu bitte noch den Hashtag, den ich jetzt auch hier einblende, dazu packen. CV2K. Diesmal ein bisschen einfacher, sodass Leute sich nicht dann einen abbrechen müssen, um meinen bescheuerten Namen richtig zu schreiben.
Also wie gesagt, falls noch nicht geschehen, meinen YouTube-Kanal abonnieren, diesem Video hier einen Daumen nach oben geben und Kommentar drunter packen, warum ihr diese Vape-Mat unbedingt braucht. Inklusive Hashtag CV2K. Die kleinere der beiden Vape-Mats, die 60x30, die gibt es exklusiv auf Facebook zu gewinnen. Und dazu müsst ihr einfach auf meine Facebook-Seite gehen, diese liken und dann den zugehörigen Gewinnspielpost suchen. Der ist auch in der Videobeschreibung direkt verlinkt. Und da genau das gleiche Spiel, den Post liken und kommentieren, warum braucht ihr diese Bildmat unbedingt, und Hashtag CV2K dazu. Dann mit etwas Glück könnt ihr dann bald eine dieser tollen Matten euer eigen nennen. Wie immer, Teilnahmebedingungen hier unten in der Videobeschreibung. Diese bitte lesen und auch beachten. Und so viel dazu. Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank an alle meine Fans. Es gibt ein paar Fans wirklich der ersten Stunde, die mir schon lange treu sind. Bei denen möchte ich mich besonders bedanken. Es gibt aber auch viele, die neu dazukommen und dabei bleiben. Einige schauen ab und zu mal vorbei, wie es halt immer so ist bei solchen Kanälen. Auf jeden Fall gibt es inzwischen schon so eine Art Community und Fanbase. Und das finde ich klasse und es motiviert mich einfach ungemein weiterzumachen und einfach so diese Kombination aus meinen Videos, meinem Facebook-Kanal, wo es dann brandheiße Infos gibt, auch die Chris Grimm-Colt-Serie. So verknüpft sich das alles, auch auf Instagram übrigens bin ich unterwegs. Da gibt es dann schicke Shots, vielleicht auch mal welche, die es jetzt auf den anderen Kanälen nicht gibt. Und so macht mir das Spaß. Ist einfach mein Hobby, mein Ding. Da geht eigentlich meine gesamte Freizeit inzwischen für drauf, um mich da auf dem Laufenden zu halten, um mir selber neue Dinge anzueignen oder neue Geräte mir anzuschauen, zu vapen und aber auch hier für euch diesen Content zu produzieren und euch da was zu geben, womit ihr Spaß habt. Das ist mir nämlich abschließend das Wichtigste. Ich will, dass ihr Spaß habt bei meinen Videos. Ich will nicht, dass ihr euch langweilt, dass ihr mich monoton irgendwelche Specs runterlesen seht oder wie so ein Affe rumspringen seht, wo man dann am liebsten Ritalin in den Maul schmeißen würde. Naja, also so ein bisschen den Querschnitt, um euch einfach gute Unterhaltung zu bieten. In diesem Sinne, vape on, vape safe, vielen Dank nochmal und auf die 3000. Chris Grimm Vapes raus.